Nach einem verbalen Angriff des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan auf den französischen Staatschef Emmanuel Macron hat Frankreich seinen Botschafter in Ankara zu Konsultationen zurückgerufen. Die Worte von Präsident Erdogan sind inakzeptabel, so die Begründung aus dem Élysée-Palast laut Medien. Was war passiert? Erdogan hatte besorgniserregende Anzeichen einer wachsenden Islamfeindlichkeit in Europa beklagt, Macrons Haltung gegenüber dem Islam und Muslimen kritisiert und den Geisteszustand seines französischen Amtskollegen in Frage gestellt. Was kann man über ein Staatsoberhaupt sagen, das so mit Millionen aus verschiedenen Glaubensgruppen in seinem Land umgeht? Lassen Sie erstmal Ihren Geisteszustand überprüfen. Seine Äußerungen auf einem örtlichen Parteitag waren offensichtlich eine Reaktion auf Macrons Aussagen zu radikalen Muslimen in Frankreich, bei denen er islamistischen Separatismus festgestellt hatte. Macron hatte mit seinen islamkritischen Äußerungen auf den Mord an dem Lehrer Samuel Paty reagiert, nachdem er in einer Schulstunde zur Redefreiheit Karikaturen des Propheten Mohammed gezeigt hatte. Als Reaktion auf Macrons Äußerungen haben zwei Supermarktketten in Katar französische Waren aus ihren Regalen genommen. In der arabischen Welt und darüber hinaus wächst die Forderung nach einem Boykott französischer Produkte. Anhänger der militanten islamischen Hamas-Gruppe in Gaza protestierten am Samstag gegen Macron und sein Vorgehen gegen den militanten Islam in Frankreich. Die strikte Trennung von Staat und Kirche gilt als ein Grundprinzip der französischen Verfassung.